Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von dem wunderschönen Serious Makers Tycoon. So langsam fuchsen wir uns rein. Ja, schön hier. Diverse Forschung abgeschlossen. So langsam löbt der Lachs, würde ich mal sagen. Ich wollte mal nachgucken, ob man in der Forschung ein großes Projekt, das, ne? Oh, 120 Forschungspunkte, da sparen wir jetzt mal drauf, würde ich sagen. In der Zwischenzeit würde ich sagen, nehmen wir nochmal einen Auftrag an. Wollen wir uns mal an so ein Projekt wagen? Machen wir mal einen Trailer. YouTube kann ist ja schön. Oh, ich habe den Timer gar nicht gestartet. Das habe ich jetzt gemacht. So, wir haben 8 Wochen Zeit und müssen 90, 80, 90, 130 schaffen. Und wir haben nur 8 Wochen Zeit. Okay. Ihr müsst jetzt abliefern. Boah, School of Fun hat gerade einen richtig fetten Run. Schön. Schaffen wir nicht. Fuck. Das wird 92.000 Strafe kosten. Knacken wir das erste Mal alleine die Million? Oh, ich bin gespannt. Es gibt fette Forschungspunkte, ne? Immerhin, die verlieren wir dann hoffentlich nicht. Wir sind große Fans von Serie 18. Wir würden gerne einen Comic zeichnen. Ja, mach doch. Wir brauchen alles an Geld, was wir jetzt kriegen können für die Strafzahlung. 1 Million! Ui, unsere erste Million. Schön. Projektziel nicht erreicht. Projektstrafe. Hey Boss, unsere Serie Kids Club scheint immer noch sehr beliebt. Ein paar Fans fragen, ob wir sie kostenlos ins Internet stellen können. Ja, komm, machen wir. 130.000! Was? Ah, oh, aber 441.000 gab's zurück. Schön. Ach nee, 441 Fans gab's dadurch. Ich bin auch sehr klug. Jo, komm, wir machen jetzt hier mal eine Serie. Zukunft, Krieg. Mindestens 5. Das machen wir. Das machen wir. The Future is Bright. Das wird eine 18-plus Zielgruppe. Das wird richtig harter Tobak. Das wird richtig heftig. Richtig heftig, Mann. Oh, hier, zeigt mir sogar an, die Kombi. Hm, ist gut. Hm? 18 plus, ist das nicht vielleicht? Wir machen auf 12 plus. Ich glaube, da haben wir mehr Leute. Oh, die ist schon im Arsch. Die geht gleich in Urlaub. Ja, hau doch ab. Alter Schwede, hier ist Kulofan, gibt immer noch. Yeah! Angeblich die erste, die wir mit Zielgruppe optimiert hätten. Das haben wir schon bei School of Fun gemacht, da kam die Meldung auch. Also das ist noch so ein bisschen buggy. Aber hey, ist ein gutes Spiel. Also ganz ehrlich, ich habe da gerne Geld für ausgegeben bei Steam. 5,99 Euro. Das ist definitiv wert. Kann ich nur empfehlen. So, sehr wichtig. Unwichtig. Komplexität ein bisschen zurückschrauben, weil wir haben ja plus 12, also 12 plus von der Zielgruppe her. Ich hoffe, viel Spaß jetzt hier mit, ne? Mit dem Machen. Wenn sie Urlaub hat, ja, komm Tom, dann hängt es an uns beiden. Oh, sie ist wieder da. So lange hat sie gar nicht Urlaub gemacht. Das ist wieder so rum sympathisch. Wir beißen uns langsam voran. Cheap Character. Jawohl. Das wird natürlich Harvey. Harvey wird das spielen. Ja, ich will seit 4 Folgen, 5 Folgen, 10 Folgen, keine Ahnung, so viel gibt es ja noch gar nicht. Aber will ich schon Protagonisten machen. Das machen wir auch demnächst. Bestimmt. So war mein Name Netflix ist. Oder so.
Blub, 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 blub. Blub, 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 blub. Okay. Das wird richtig fett. Wird richtig fett, schwöre ich dir. Pass mal auf, den Tom packen wir da drauf. Das müssen gewaltige... Ach nee, warte mal. Das müssen gewaltige Bilder werden. Komm schon, Christina. Sorge dafür. 61 Fehler. Die müssen wir natürlich noch ein bisschen ausbürgeln. Das kostet uns hier Punkte. Oder bringt es uns Punkte? Ich weiß es nicht. Jedenfalls sind wir fertig. Hat nur Kosten. Großartige Kombo. Blub. Wo ist denn die Christina? Die ist schon auf Level 3. Er ist auf Level 17, wir sind Level 24. Und veröffentlichen. Und tschüss. So. Oh, ja, 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 ja. Jawohl, Professional Camera 2 und Professional Sound 2. Gibt's jetzt. Oh, ja, ja, komm schon. The Future is Bright. 5 müssen wir schaffen. 7,75, 8,878, Junge. Team war klasse, Regisseur war sehr gut, Kombi war atemberaubend und der Protagonist war nicht schlecht. Ich glaube, der ist langsam auf dem absteigenden Ast. Oh, müssen wir echt warten, bis das da wegswippt, Alter. Serienbericht, genau. Und du machst mal gar nichts gerade, weil wir machen jetzt hier nämlich eine Forschung und das ist Chefsache, großes Projekt. Und du kümmerst dich mal um die Professional Camera. Weil du bist ja auch Kamerafrau, ne? 1,1 Millionen, Alter, 16.000 in der ersten Woche, läuft bei uns. Kamera ist abgeschlossen. Achso, wir können nichts mehr machen. Urlaub können wir sie auch nicht schicken. Okay. Alter Schwede, ey. Geil, geil, geil. Oh, und immer mehr Fans. Wir sind so fame. Total geil. 1,2 Millionen, leck mich. Klasse, du kannst jetzt große Projekte produzieren. Aber achte darauf, eine ausreichende Anzahl an Fans zu haben, bevor du dich an diese Projekte wagst. Ja, 17.000. Ja, okay. Na, wir brauchen da schon so in dem Bereich, ne? Aber sowas können wir uns dann immer durch Auftragsarbeiten. Können wir uns das dann immer, ne? Verstehst du? Ich hab vergessen, was er erforscht. Er erforscht bestimmt etwas Tolles. Komm hier, du erforscht jetzt auch mal was. Du erforscht jetzt Magier. Wir machen jetzt nämlich eine Magier-Sendung. So, Zukunft Krieg, perfekte Kombi. Action wichtig, Humor nicht so. Und wir machen jetzt eine... Na komm schon. Ja, Magier sind fertig. Das sechste. Das wird nochmal teuer. Effekte HD, Multi, Professional und Single zum Auswählen. Qualität, Stereo, Advanced, Simple, kostet uns ja nichts. Lineare Story, Autoren, Assistent, billiger Charakter, Sidekick und das hier, alter Schwede. Zack, ihr arbeitet jetzt daran. Los, arbeitet! Bevor wir uns an die nächste Serie wagen, unsere Magier-Serie. Und hier, alter Schwede, das geht immer noch ab. Ja, komisch, ne? So, wenn man über 1 Million hat, dann fallen dann mal 150.000 Forschungskosten nicht so ins Gewicht. Und wir gainen immer mehr Fans. Oh, hier, guck mal, Windows 95, ist das süß. Guck mal hier, Windows 95, Technologie-Kit, fertig. Geil. Cool. The future is bright. Okay, wir machen eine neue Serie. Und zwar, was habe ich gesagt? Hab schon wieder vergessen. Magier-Serie, genau. Dafür nehmen wir Mittelalter. Da gab es ja auch Magier. Die gab es ja wirklich. Machen wir mal so 12 plus, ne? Oh, machen wir bei FDZ. Regisseur mache ich natürlich selber. Machen das neue. Oh Gott, 1 Million.
1,4 Millionen. Millionen Zuschauer. Aber die Lizenzkosten sind halt, ne? Pass mal auf, wir machen das jetzt erstmal auf Netflix, weil das ist mir zu teuer. Ganz ehrlich. Wir sind unter die Millionen gefallen. Ja, hier sind wir wieder da. Schön. Los, arbeitet. Oh, wir müssen Protagonisten machen. Ich vergesse es immer wieder. Und The Future is Bright geht immer noch ab wie ein Zäpfchen. Ich habe die Serie nicht benannt, oder? Oh. Das ist, weil das dann immer alles grün ist. Ja. Mittelalter und Magier. Bestimmt Action und Komplexität wichtig. Humor bestimmt nicht. Oh nein, jetzt habe ich das nicht angeklickt. Ja, 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 wir machen besseres Internet. Oh, und ich verkacke diese Serie. Gott sei Dank haben wir da nicht die Millionen investiert. Und The Future is Bright läuft immer noch. Fast 400.000 Zuschauer schon gehabt. Schön. Protagonist. Harvey. Harvey ist der Magier jetzt. Ich stehe auf Harvey. Der war auf der Besetzungscouch damals in unserem kleinen Lagerraumbüro. Ja, eine brandneue Technik. Das tun wir. In der Tat. So tat er. Dim, 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 dim. Achso, ja, warte. Mono, Professional. Wir machen natürlich Professional. Wir machen Multi. Ne, wir machen Professional. Jo, pass mal auf. Das ist ja Blödsinn hier. Advanced Stereo und Quality. Zack. Uiuiui. Da müssen wir noch ein bisschen was am Ton machen. So. So, die Feder beseitigen. Während The Future is Bright immer noch läuft. Bist du des Wahnsinns. So, jetzt ist aber vorbei damit. So. Neues Thema, neues Technologie-Kit, großartige Kombo. Okay, das beruhigt mich schon mal, dass die Kombo zumindest großartig ist. Auf geht's. Yeah, CGI und Surround Sound können wir jetzt demnächst erforschen. Auf geht's, Harvey. Bin mal gespannt. Na, 7,25. Regisseur war super. Handlung war mehr als okay. Harvey hätte besser sein können. Magier war perfekt. Okay, wir brauchen unbedingt einen neuen... Achso, die Kombination war perfekt. Wir brauchen unbedingt einen neuen Protagonisten. Serie 28. Das ärgert mich schon wieder. Mach mal einen Serienbericht. Und du bist im Urlaub. Okay, das sollte uns wieder ein bisschen Geld in die Kasse spülen. Sagen, schauen wir mal schon mal auf, nach einem neuen Auftrag hier. Was wäre das denn? Frei, frei. Mindest von 7 ist natürlich. Was? Die 30 wäre Musiker frei. Krieg frei. Wir haben lange keine mit Musikern gemacht. Nehmen wir an. Musiker in der Schule. Musiker in der Schule. Ja. Das mache ich selber. Mit dem neuen Technologie-Kit. Okay, wir starten die Produktion. Ich starte sie alleine, weil die anderen beschäftigt sind. Mittelalter Magier, perfekte Kombi. Das bringt uns wieder wertvolle Erkenntnisse. Hey, Christina ist auch wieder dabei. Danach gucken wir mal nach dem Protagonisten. Da, 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 da.
Da. Ja, zack. Schule und Musiker. Nicht ganz so viel Action, aber vollgeknallt mit Humor. Und dafür nehmen wir nämlich mal wieder den Francis. Weil der Harvey kommt nicht mehr so gut an. Das muss man mal... Ne? Muss man mal... zugeben. Francis. War zuletzt in School of Fun. Er ist jetzt unser Schulmensch. Quasi. 1,4 Milliarden. Schon wieder. Marketing ist irgendwie so ein bisschen komisch, ne? Das kommt gar nicht mehr. Hey, Boss, ein paar Fans haben ein Spiel zu unserer Serie Chinese Knights. Ach du. Weitermachen, klagen oder womöglich etwas Kohle abstauben. Ach, wir erlauben das. Das gibt Fans. Siehst du? So. Ich glaube, das können wir alles so lassen. Ja, doch. Das können wir so lassen. Die knallen wir da drauf. Ich kümmere mich nochmal ein bisschen ums Drehbuch und Tom, mein Lieblingsdesigner. So. Jetzt heißt es, demnächst mal Fehler ausbügeln. Los, bügelt. Bügelt! Wieder gnadenlos überzogen hier. Die Sendezeit. Oh, was ist da los? Da kam man nochmal richtig was. Entschuldigung, was ist mit... Alter Schwede, da ging es ja gerade nochmal richtig ab. Ich hätte dich noch ein bisschen weiterlaufen lassen sollen. So, großartige Kombo übrigens. Das gehört auf an. Eieiei. Hätten wir vielleicht noch ein bisschen weiterlassen müssen. 8886, geil. Team war hervorragend. Regisseur war klasse. Protagonist war fehlerhaft. Okay, die Handlung war gut. Hä? Wieso Serie 29? Ich hatte doch da einen Namen, oder bin ich blöd? Ich habe da wieder keinen Namen gemacht. Was ist denn hier heute los? Namenlos. Scheiße. Ja, aber wir haben immerhin den Auftraggeber zufriedengestellt. So, pass mal auf. Achso, er ist schon im Urlaub. Mach mal einen Serienbericht. Im Jahre 14, 15 sind wir jetzt mittlerweile und das, die Serie war aus dem Jahr 14. Liebe Freunde, ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank. Tom ist wieder da. Oh, ist übrigens eine perfekte Kombi, ne? Schule, Musiker. Für die Geschichte dieses Themas sind alle Attribute wichtig. Oh Gott, dann wäre ja noch besser geworden. Okay, Freunde, ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Wir haben 2 Millionen. Oh, wir sind so reich. Wir sind so gut. Wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Würde mich freuen, wenn wir uns wieder zu einer weiteren kleinen Runde Serious Makers Tycoon sehen. Bis dahin, macht's gut und ciao.